Tauche ein in die wunderbare Welt der Meerwasser-Aquaristik. Willkommen bei der Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Erfahre aus erster Hand, auf was es beim erfolgreichen Betrieb deines Meerwasser-Aquariums ankommt. Geschäftsführer Markus Mahl hat mit seiner Firma Aquarium West hunderte Meerwasser-Aquarien in ganz Europa geplant und gebaut. Über 2000 professionelle Aquarienwartungen pro Jahr sprechen für sich. Lehn dich zurück und profitiere von Expertenwissen aus erster Hand. Der Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Von und mit Markus Mahl. Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge des Meerwasser-Aquarium-Podcasts. Heute beschäftigen wir uns mit einem heiß diskutierten Thema, und zwar Meerwasser-Aquarium gebraucht oder neu kaufen. Wie bereits erwähnt, ist das eine sehr heiß diskutierte Frage, denn viele Einsteiger in die Meerwasser-Aquaristik überlegen sich, ob sie das Aquarium und die Aquarientechnik gebraucht kaufen, um Kosten zu sparen. Auf dem Gebrauchtmarkt finden sich viele gute und weniger gute Meerwasser-Aquarien, die einen neuen Besitzer suchen. Damit du den Kaufpreis richtig einschätzen kannst und ob das gebrauchte angebotene Meerwasser-Aquarium wirklich ein Schnäppchen ist, solltest du dir die richtigen Fragen stellen. Meiner Meinung nach ist eine der wichtigsten Fragen: Warum hört der jetzige Besitzer auf? Viele Meerwasser-Aquarien werden gebraucht angeboten, weil der Besitzer umzieht oder sich ein größeres Aquarium zulegt. Das kann ein Grund sein, bei denen sich ein Kauf lohnen kann. Anders stellt es sich dar, wenn der Besitzer wegen Problemen aufhört. Hier solltest du unbedingt schauen, was das für Probleme sind und ob die zum Beispiel mit der Aquarientechnik oder dem Tierbesatz zusammenhängen. Ein solches Becken solltest du dir nur dann kaufen, wenn du dir absolut sicher bist, dass du es wieder in den Griff bekommst und die dafür eventuell zu investierende Summe sich für dich immer noch rechnet. Wenn du dich hier verschätzt, ist der erhoffte Preisvorteil schnell verschossen. Die nächste wichtige Frage ist: Wie alt ist das Aquarium und wie alt ist die Aquariumtechnik? Bei Becken, die älter als 3 oder 4 Jahre sind, ist es meiner Meinung nach meistens nicht mehr sinnvoll zuzuschlagen, da die Aquarientechnik meistens überholt werden muss und auch viele Becken nach dieser Zeit oft schon starke Gebrauchsspuren an den Scheiben und den Silikonnetten aufweisen. Natürlich solltest du auch schauen, in welchem Zustand ist das Aquarium und die Aquarientechnik. Um das zu beurteilen, musst du das Aquarium immer im voll beleuchteten Zustand anschauen, damit du auch eventuell vorhandene Kratzer in den Scheiben schnell erkennen kannst. Ebenso ist es unabdingbar, dass du auch den Zustand der Silikonnähte sorgfältig überprüfst. Ausgefranste oder gar abstehende Nähte sind ein deutlicher Hinweis darauf, dass du das Becken nicht mehr kaufen solltest. Auch ob das Aquarium und die Aquarientechnik noch über eine gesetzliche Gewährleistung verfügt, ist zu prüfen. Denn wenn das Aquarium und die Aquarientechnik noch über eine restliche gesetzliche Gewährleistung verfügt, ist das immer von Vorteil, denn dann ist das angebotene Aquarium noch nicht so alt. Vor allem dann, wenn etwas kaputt geht oder das Becken innerhalb der gesetzlichen Gewährleistung undicht wird und Wasser aus dem Aquarium ausläuft, hast du bei der Schadensregulierung mit der Versicherung es deutlich einfacher. Entscheidend kann auch sein, wie hoch der Neupreis der gesamten Aquarienanlage war. Der Neupreis gibt eine Grundrichtung über den Wert der Anlage. Jedoch musst du ihn in das Verhältnis zum Alter setzen. Wenn zum Beispiel ein Meerwasserbecken 7 Jahre alt ist und neu 15.000 Euro gekostet hat, ist der Neupreis uninteressant, da die Aquarientechnik inzwischen überholt ist und sich in den letzten Jahren so stark weiterentwickelt hat, dass sie meines Erachtens wie in diesem Beispiel nichts mehr wert ist. Ebenso ist ein 7 Jahre altes Aquarium nahezu wertlos. Das Einzige, was bei älteren Becken interessant sein kann, ist eventuell der Fisch- und Korallenbesatz oder das darin befindliche Lebendgestein. Beim Fischbesatz ist es wichtig, dass die Fische auch im ausgewachsenen Zustand noch in das Aquarium passen oder du jemanden kennst, der über ein entsprechend großes Aquarium verfügt und dir die zu groß werdenden Fische später abnimmt. Vorsichtig solltest du auch sein, wenn zum Beispiel junge Muränen, Rotfeuerfische oder Drückerfische vorhanden sind, da diese später aufgrund ihrer Größe und ihrem Fressverhalten nicht mehr in jedem Aquarium gehalten werden können. Ein weiterer wichtiger Punkt beim Fischbesatz ist, dass die Tiere zusammenpassen. Es kommt immer wieder vor, dass gerade Anfänger Fische kaufen, die stark Korallen fressen und damit enorme Schäden im Becken anrichten. Von solchen Fischen solltest du besser die Finger lassen, da du diese später oft sehr schwer wieder losbekommst und einen guten Platz für sie findest. Prüfe auch, ob alle Kaufbelege für das Aquarium vorhanden sind. Wenn alle Belege vorhanden sind, ist das für dich der Idealzustand, denn dann kannst du genau überprüfen, wie alt die einzelnen Artikel sind und ob noch auch allen bzw. teilweise eine gesetzliche Gewährleistung vorhanden ist.
Bei HQI-Leuchten oder T5-Leuchten solltest du unbedingt prüfen, wie alt die vorhandenen eingesetzten Leuchtmittel sind. Hier ist es ganz einfach, denn einen HQI-Brenner solltest du alle 12 Monate und eine T5-Röhre je nach Bedarf alle 6 bis 12 Monate tauschen. Um ein Gefühl für die Kosten zu bekommen, kannst du durchschnittlich für einen neuen HQI-Brenner von einem Markenhersteller je nach Wattage zwischen 80 und 150 Euro rechnen. Bei T5-Röhren würde ich grob pro Röhre je nach Wattage 20 bis 35 Euro rechnen. Oft ist bei gebrauchten Meerwasseraquarien viel Zubehör, wie zum Beispiel Wassertests, Futter und Spurenelemente und so weiter dabei. Hier solltest du das Mindesthaltbarkeitsdatum beachten, denn wenn das kurz vor dem Ablauf oder schon abgelaufen ist, ist das ganze Zubehör wertlos. Wenn du ein Becken gefunden hast, bei dem alles für dich passt und du es gerne kaufen würdest, kommen nun die entscheidenden Fragen, damit es auch mit dem Umzug später klappt und das Ganze nicht in einem Desaster endet. Ein Aquarienumzug ist immer ein Lauf gegen die Zeit und deshalb solltest du alle Fische und Korallen mit Sauerstoff in Tüten verpacken, um die Tiere ordentlich zu transportieren und auch dir ein gewisses Zeitfenster zu verschaffen. Prüfe deshalb vorab, ob du dir die entsprechenden Transporttüten, Sauerstoffflaschen organisieren kannst und vor allem auch, ob du die Tiere entsprechend mit Sauerstoff selbst verpacken kannst, da es am Anfang, wenn du es noch nie gemacht hast, nicht ganz so einfach ist, eine Fischtüte mit Sauerstoff ordentlich zu befüllen und mit einem Gummi dicht zu verschließen. Für den Transport solltest du dir auch genügend Styroporboxen organisieren, um die Tiere vor Temperatureinwirkungen zu schützen. Der nächste wichtige Schritt ist, dass du ein entsprechend großes Transportfahrzeug hast, in dem du das Aquarium, das Aquarienmöbel, die Aquarientechnik, die Tiere, das Lebengestein und vor allem das gesamte Wasser unterbringst. Vor dem Transport solltest du auch prüfen, wie weit der Transportweg ist und wie lange der Transport wirklich dauert. Bei längeren Strecken ist es sinnvoll, immer wieder anzuhalten und zu schauen, ob die Fische und Korallen noch genügend Sauerstoff haben und je nach Jahreszeit die Temperatur in den Fischbeuteln zu prüfen, damit es den Tieren nicht zu kalt bzw. zu warm wird. Bevor du das Aquarium kaufst, solltest du auch prüfen, ob es beim Verkäufer und auch später bei dir durch alle Türen und das Treppenhaus passt und du zum Tragen genügend Helfer und idealerweise auch Glassauger zum sicheren Tragen hast. Nach all diesen Fragen stellt sich oft heraus, dass sich der Kauf von gebrauchten Aquarien in den seltensten Fällen lohnt. Wenn du dich für den Kauf eines gebrauchten Aquariums entscheidest, sollte das Aquarium bei der Besichtigung unbedingt befüllt und die Technik komplett in Betrieb sein. Nur so kannst du sicher sein, dass du nicht die Katze im Sack kaufst und sicher gehen, dass die Aquarientechnik funktioniert und das Aquarium dicht ist. Wie bereits erwähnt, sind verkratzte Scheiben und defekte Silikonnähte nur bei voller Beleuchtung erkennbar. Zum Schluss möchte ich nochmals auf den Faktor Zeit eingehen. Die verpackten Fische müssen so schnell wie möglich wieder aus den Tüten gelassen werden, um nicht zu ersticken. Ein kompletter Auf- und Abbau eines Meerwasseraquariums wird oft unterschätzt, da er aus sehr vielen kleinen und vor allem zeitintensiven Arbeitsschritten besteht. Zeitlich problematisch wird es vor allem dann, wenn du PVC-Leitungen trennen und im Anschluss wieder neu verkleben musst. Wie bereits in der Podcast-Folge 42 erwähnt, können frisch geklebte PVC-Leitungen erst nach 24 Stunden wieder in Betrieb genommen werden. Der große Vorteil von Neuanlagen ist, dass du das Aquarium individuell auf deinen vorhandenen Platzbedarf und vor allem nach deinen persönlichen Wünschen planen kannst. Hier kannst du zum Beispiel festlegen, den Umfang und Art der Aquarientechnik, die Maße und die Form des Aquariums, das Design des Unterschranks und viele andere wichtige Faktoren. Ein vor allem nicht zu unterschätzender Vorteil ist außerdem, dass das Aquarium und die gesamte Aquarientechnik über die gesetzliche Gewährleistung verfügt. Meine Meinung ist, dass sich, wenn du den Aufwand für den Auf- und Abbau, den Transport, das Risiko eines Aquariumumzugs einrechnest, sich ein gebrauchtes Aquarium in den wenigsten Fällen wirklich rechnet. Ganz selten werden neuwertige Becken zu Spottpreisen angeboten. Nur wenn du so etwas findest, kann es sich für dich lohnen. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, du konntest wieder einige wichtige Informationen für dich gewinnen und würde mich freuen, wenn du auch die nächste Folge des Meerwasseraquarium-Podcasts wieder hörst. Wenn du Fragen oder Themenwünsche hast, kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben an info@aquariumwest.de und ich versuche, in den folgenden Episoden darauf einzugehen. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich habe in den letzten 18 Monaten an meinem neuen Buch geschrieben, das seit 6.11.2017 über Amazon erhältlich ist. Wenn du tiefer in das spannende Thema Meerwasseraquarium einsteigen möchtest, findest du dort alle wichtigen Informationen, die du bei der Planung und dem Bau und der Pflege von Meerwasseraquarium benötigst.
neben den gesamten technischen Fragen, wie zum Beispiel, was musst du bei Planung und Montage von Meerwasseraquarien beachten, was gibt es für verschiedene Beleuchtungssysteme oder wie funktioniert ein Eiweißabschäumer und vieles mehr, findest du dort zahlreiche Beschreibungen von Fisch- und Korallenarten, die für Aquarieneinsteiger und Fortgeschrittene geeignet sind. Das Buch findest du bei Amazon, gib hier einfach Markus Mahl in die Suchzeile oben ein, dann erscheint es sofort. Nun wünsche ich dir viel Spaß mit deinem Meerwasseraquarium, dein Markus Mahl. Das war's für heute beim Meerwasseraquarium-Podcast.de. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse uns doch gleich eine positive Rezension bei iTunes. Und vergesse nicht, unsere Show gleich zu abonnieren. Dadurch können noch weitere Meerwasseraquarianer von diesem Podcast profitieren. Wir freuen uns auch über Fragen oder Themenwünsche. Schreibe sie einfach in die iTunes-Rezensionen oder schicke uns eine Mail an info@meerwasseraquariumpodcast.de. Bis zum nächsten Mal.